Howdy, heute mit dem Film 12 Uhr mittags oder im Originalen High Noon mit Gary Cooper und Grace Kelly. Regie führt Frank Zinnemann. Die Musik ist von Dimitri Thiumi. Und die Ballade wird gesungen von Tex Ritter. Gary heiratet eine Quäkerin. Kurz darauf erfährt er, dass bald wieder Frank Miller in der Stadt ist, den er vor einigen Jahren hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Er soll mit dem Mittagszug kommen und seine drei Kompagnons, darunter auch Leaf and Cleef, warten am Bahnhof. Und nun sucht Scary Hilf Sheriff, aber keiner will ihm helfen. Wie schon gesagt, das spielt Leaf and Cleef mit. Das war seine erste Rolle in einem Film. Damals war er noch 28 Jahre alt, also noch sehr jung. Und Gary hat für diesen Film seinen zweiten Oscar gewonnen. Den ersten hat er für den Film Schatz in York bekommen. Den hab ich aber nicht. Diesmal verzichte ich auf das Punktesystem, weil der Film ist perfekt. Jeder, der sich den noch nicht angeguckt hat, sollte sich den ansehen. Und jeder, der sich den schon angeguckt hat, sollte sich den nochmal ansehen. Weil der Film ist ein zeitloser Klassiker. Den kann man sich immer wieder ansehen. So, das war's auch mit der Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis dann.